Ach, Maria, 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 sag mir doch, was ist? Du guckst andauernd so angepisst. Oh. Josef, ehrlich, diese Hütte, was hast du da gebucht, bitte? Kein Tisch, kein Bett und unmodern. Bei TripAdvisor keinen Stern. Warum sind Schweine in der Krippe? Ochs und Esel haben Grippe. Also, der Weg zu Fuß war auch zu weit. Ja, nicht meine Schuld, Wieselski streikt. Ja, von dieser Bahn kriege ich Verzeihung, umgekehrte Magenreihung. Und auch im Auto ging nichts mehr. Ein Stau von Köln bis Galiläa. Kein Supermarkt hier weit und breit. Und das auch noch zur Weihnachtszeit. Von all dem hier und all dem Stress kriegt Jesus noch ADHS. Raub mir nicht Nerven und nicht Kraft, sonst teste ich die Vaterschaft. Okay. Und wenn wir gerade auch wenig haben, bald kommen die Weisen mit den Gaben. Tach. Ein Stern führt uns hierher. So hell. Hey, geil. Seid ihr von DHL? Das sind die Weisen, die ich rief. Nun, Weise, das ist relativ. Wir sind die Könige der Ampel. Ich bin der Chef und noch zwei Hampel. Mies ist die Stimmung, schlecht die Lage. Wir wünschen schöne Feiertage. Tschö bitte. Halt! Was ist mit euren Gaben? Für Leute, die wie wir nichts haben. Essen, trinken, sagt es fix. Die Ampel bringt euch diesmal nichts. Die Weihnacht müsst ihr euch schön saufen. Schuldenbremse, doof gelaufen. Was ist mit Gold, Weihrauch, Myrrhe? Oh, forget it, Baby, es ist Dürre. Kein Braten, Nudeln, Gyros, Pita? Oder ein Platz in einer Kita? Eine gute Schule für den Jesse. Das könnt ihr ebenfalls vergessen. Ja. Klimaschutz, Bahn, Straßen, Rente. Kein Geld mehr da, nix, nada, niente. Ja, ist denn eine Wohnung mit dabei? Nee, nur bei Karstadt wird was frei. Zu allen Wünschen heißt es nee, mit Grüßen von der FDP. Keine Sau wird was bekommen. Dienstwagenfahrer ausgenommen. Auch von Grün gibt's nichts zum Schlemmen und diese Krippe müsst ihr dämmen. Jesus muss weg, wohin ist Wumpe, denn dahin muss eine Wärmepumpe. Gibt's da Hilfen? Das wird schwer. Die Kassen sind halt komplett leer. Der Grund dafür, ich sag's ganz barsch, die schwarze Null von diesem liberalen Mitglied der Bundesregierung neben mir. Komm mir nicht so, du Tofu-Fresse, bevor ich mich hier ganz vergesse. Mach lieber mal, du blöde Petze, halbwegs taugliche Gesetze. Nicht so laut, um Gottes Willen. Ihr stört den Kanzler hier beim Chillen. Der Kanzler ist aus welchem Grund? Phlegma und Gedächtnisschwund. Du Bonzenliebchen. Schuldensack. Slipperträger. Müslipack. Geizhals. Schwacko. Rumpelbirne. Lügner. Schwätzer. Erbsenhirne. Ihr seid zu arm. Ihr seid nicht bio. Ich bin jetzt weg und lecko mio. Halt. Nein. Halt. So endet das nicht hier. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Das Fest, wo man den Zank vermeiden, zurückhaltend und ganz bescheiden sich gegenseitig zuhören will. Stimmt, Steffi. Thorsten, du bist still. Wir brauchen Frieden. Denn kein Scherz, sonst kommt am Ende was Schlimmes? Friedrich Merz. Höre die Botschaft und gib dem ganzen Land den Rest. In diesem Sinne, frohes Fest!
Hallo, wenn ihr mehr für die Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.